Na, hallihallo. Herzlich willkommen zurück zu einer wunderschönen neuen Folge von The Outer Worlds. Und ich habe mich entschieden, lass uns mal nach Skylla fliegen. Ne, Byzantium wäre hier. Könnten wir tatsächlich hier. Frachthafen, Landeplatz. Die Reichen auf Terra 2, ja, wo wir Edgewater kaputt gespielt haben und Roseway. Roseway halt. Ne? So, wir gucken mal nach Skylla. Mal sehen, was es dort so gibt. Weil wenn es uns dort nicht gefällt, können wir ja immer noch wieder zurückkehren und machen erstmal. Scylla. Oh. Priscilla? Man weiß es nicht. Dann können wir immer noch sagen, wenn das uns jetzt hier nicht so richtig gefällt, dann können wir immer noch für die nächste Folge dann doch auf die andere Ebene rumhüpfen. Ach ja, und wir wollten jetzt mal Felix und Ellie mitnehmen. Die habe ich jetzt mal ein bisschen ausgerüstet. Und das erste Mal, wo wir mit Felix unterwegs waren, ne, kommt gleich von ihm: Ey, kann ich mal mit dir reden? Also, wir reden mal mit ihm. I can't believe I wanted to shake his hand. I need a shower. Makes you wonder if being a treacherous, two-timing coward is some sort of contagious disease, or if he was just born that way. Wovon redest du eigentlich? Graham Bryant. If that is his real name. I can't trust a word that came out of his mouth. At first, I liked what Graham was doing. The iconoclasts were going to change Halcyon for the better. But then, we found out Graham was behind the slaughter of Amber Heights. Mm-hmm. How can anybody so morally bankrupt lead a movement to transform the colony? Tja. Geh nicht auf die Suche nach Vorbildern, Felix. Sonst bettelst du gerade darum, angelogen zu werden. Ja, leider ist das oft so. Man sagt so oft, ne? Triff lieber nicht deine Idole oder lern sie lieber nicht ewig kennen oder so. So mal treffen und mal handschütteln und wieder gehen, okay, ne? Aber alles andere, da raten einem so viele davon ab. Weil sich dann oft herausgestellt hat, dass es irgendwie, naja. No? Yeah, maybe you're right. You'd never do something like that, would you? Slaughter a whole community of innocents? Niemals! Aber klar doch, für die richtige Summe. Yeah, that's what I thought. Let's get back to it. I need to put all this ugly business with Graham behind me. Mhm. So, dann gucken wir doch mal. Ab nach Scylla und wir nehmen mal Felix und Ellie mit. Mal gucken. Idol. Ein Dummer findet immer einen anderen Dummen, der ihn bewundert. Dass man sich Vorbilder nimmt und sowas, ne? Oder dass der ein oder andere ein Vorbild für jemanden anders ist, finde ich ja gar nicht so schlimm. Aber. Scylla, no laws, no lines, and a whole lot of guns. I love this place. Ich auch. I only ever seen this asteroid in the pages of thrilling space adventures. Hm. Gut, darf ich jetzt weitermachen? Ja, okay. Ja, also, ne? Das eine ist ja ist ja nicht unbedingt das andere. Also, man kann ja schon sagen, Banditenangreifer, Banditentruppführer, alles klar. Man kann ja schon sagen, hier, guck mal, hey, na, ich nehme mir hier ein Vorbild so ein bisschen oder ich nehme mir zumindest an, was diese Person so in der und der Hinsicht tut. Das finde ich ja gar nicht so schlimm. Aber jemanden halt wirklich zu einem Idol hochzustilisieren, boah, nee. Das ist mir auch ein bisschen too much. Ich will meine anderen Begleiter wieder haben. Was denn hier? Ah, einfach so was Kleines Verstecktes. Naja. Cool.
Immerhin. Ich sammle gerne Müll von anderen ein, wenn ich den gut genug verkaufen kann. Verkaufsautomat? Ah, hier ist Verkaufsautomat. Okay, was ist hier so rot gerade? Da waren gerade so viele rote Punkte auf dem Radar. Here we go. I got your back, boss. So, nur noch mal, dass wir uns richtig verstehen, ne? Greift nur. Warte mal, bis der. Okay, ja, defensiv reicht ja. Defensiv reicht. Was machst du? Gut, okay. Laut war das gar nicht. Ich hab einen Schalldämpfer drauf. Guess it was not. I've been waiting for this. Get him! Heard something. What was that? Ich höre hier hinten noch irgendwelche Viecher. Also hier wieder. Wie heißen sie? Spreads? Ja, ne? Spreads heißen sie. Da kommt man hier auf so eine neue Insel. Oder halt Asteroid oder was auch immer, ne? UVs are sublight. Guess Lilia was trying to expand. That's the way to go. Und zack, ist hier schon wieder Terror. Kann das sein, dass ich mich irre, oder quasseln die noch viel mehr als die anderen? Oder ist das jetzt hier noch gerade zufällig so, weil das, die anderen hätten jetzt hier auch so viel gequasselt? Ach, das dröhnt hier auf dem Ohr. Diese Dinger hier oben, ne? Zeitschläger. Also wie sie schon gesagt haben, anscheinend wollte Lilia hier ein bisschen erweitern auf Scylla. Und entweder waren da aber schon ein paar Banditen da, die dann einfach gesagt haben, nee, Sublight, könnt ihr vergessen. Oder aber die Leute von Sublight sind zu Banditen geworden. Was sagt er denn dazu? Könnte ja auch sein. Tollwut ist natürlich nie gut. Haben die diesen Roboterwachposten einfach platt gemacht? So ein paar Spreads? Also ich bin doch sehr verwundert. Logbuch des Ringmeisters Circus Time Troglo Darsteller. Ja, ja. Wenig überraschend sind unsere Troglo Passagiere kurz nach der Landung ausgebüxt. Ich habe ja gesagt, dass das passieren würde nach der
Fehlfunktion des Geheges, die wir in Byzantium vertuscht haben. Egal wie viele Eintrittskarten das gebracht hat, die Frau hat ihren Arm verloren, okay? Rückholungsteams 1 und 2 sind nie wiedergekommen. Ein drittes Team bildet die Crew nur dann, wenn ich dabei bin. Ich bin Management. Verdammt nochmal! Ich sollte mich solchen Gefahren nicht aussetzen müssen. Für den Fall, dass wir nicht zurückkommen, hinterlasse ich dieses Log beim Schiff. An alle Circus Time-Angestellten, die das hier lesen, hört sofort damit auf und händigt das Gerät eurem Vorgesetzten aus. Circus Time Aufseher, unsere Pläne, die Troglodarsteller zu präsentieren, waren viel zu verfrüht. Die Kreaturen kann man nicht sehen. Wenn Marketing das nächste Mal einen echten Zirkus präsentieren will, sollen die doch diese Mistviecher bändigen. So, was er uns also damit sagen will, ist, er hat keine Ahnung gehabt. Ja? Er war unfähig. Aber dann ist es ja okay, dass er gestorben ist bei seinem Job. Ja? Wer unfähig ist, der hat auch nicht das Recht, hier weiterzuleben. Ganz einfache Sache. Ich meine, das steht ja nun wirklich in jedem Angestelltenhandbuch drin. Und vor allem, ich hoffe, dass er richtig gelesen hat, dass alle Schäden, die ihm entstanden sind, jetzt, ne, nicht übernommen werden und alle Schäden, die er verursacht hat, dann aber trotzdem weiterhin von seiner Familie gezahlt werden müssen. Kann ja wohl nicht wahr sein, dass wir als Firma hier dann auf diesen Schaden sitzen bleiben. Also wirklich, es gibt Leute da draußen, ne? Und dann stellen sie sich als die Geilsten hin. Sag's euch. Mann. Ist einfach schwer heutzutage, gutes Personal zu finden. Und was auch immer ich hier tun muss. Keine Ahnung. Gut, danke. Oh, und den kriegen wir auch auf. Wie geil. Na, heiß. Miau. 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 So, dann geht's hier hinten ja noch runter, ne? Mal sehen, was es hier so gibt. Ach, dieses Gedröhne auf dem Ohr, ne? Das geht einem echt auf den Zahn. Sehr nervig. Weiß nicht, wie es euch geht, aber... Ah, toll. Hat sich ja sehr gelohnt. Mist. Sieht aus wie eine 98er Kopie von H047C. Was? Damit kann ich jetzt wirklich nichts anfangen. Glaube ich jedenfalls. Aber was ist hier jetzt gerade passiert mit den Leuten? Die müssen doch absichtlich dieses Raumschiff hier oben auseinandergenommen haben, oder? Ich meine... Ich konnte jetzt echt diese farbenfrohen Lichter aufsammeln. Okay. Ich frage einfach nicht. Oh. Hier liegt ja alles rum, Leute. Ja gut, haben wir erstmal ein bisschen aufgeräumt. Kann ja nicht verkehrt sein.
diesen Spread gesucht, ne? Aber finde ich wieder nicht. Ist ja was? Nö. Ich bin furchtbar, ich weiß. Macht aber nichts. Na, solange du nicht nach Scrat suchst. Nein, nein, den armen Scrat. Ich weiß nicht, habt ihr das. Hast du da auch das Neueste gesehen? Ich weiß gar nicht, ob das ein kleines Video einfach so war oder ob das zu irgendeinem besonderen Anlass war, aber. Die haben noch mal ein Video gemacht, wo er wieder in irgendeiner neuen Region war und das Ding dann wieder in den Boden rammen wollte. Und dann hat er sich's aber dann doch noch mal kurz anders überlegt. Und das finde ich so cool gemacht oder so süß gemacht, muss ich sagen. Also ich finde, wir machen... Ich finde, wir machen ganz guten Schaden gerade, oder? Ich war so ein bisschen besorgt. So. Was ist das hier für ein Level Cap quasi? Aber so wie wir die jetzt hier gerade weggenatzt haben, fand ich das eigentlich gerade ganz okay. Aber du kannst halt hier wieder 20 Millionen Mal irgendwie die gleiche Richtung laufen und bist immer noch nicht überall gewesen. So gefühlt, wenn ich mir das hier angucke. Landeplatz von Scylla. Priscilla Presley. Ja, doch. Ich laber schon wieder Quatsch. Aber das ist so. Ich bin müde und gestresst. So. Gut. Ich hol's mal schnell runter, ne? Runterholen ist eigentlich immer gut erstmal. Nice and easy. So, jetzt will ich mal gucken hier. So, wir waren jetzt hier oben, wir waren hier. Und jetzt waren wir gerade hier so angefangen. Wir müssten jetzt hier hinten lang. Dann machen wir das doch auch einfach mal. Oder ich wollte jetzt eigentlich, ne, woanders jetzt lang gucken, weil ich ja wusste, dass da unten so Banditen waren und alles. Ja gut, das war eine große Kirche, ne? Man kann das jetzt als einen Raum bezeichnen, aber... Ja... Also. Was? Colonel Butterscotch? Was ist denn hier kaputt? I love a good brawl. Ja, ne? Habt ihr jetzt Schiss? Ja, ja, ja. Oh, oder? Als wenn das mal ein Mensch gewesen wäre hier. Ja, auch wegen Körnel und so. Ah, guck mal, da ist was zum Aufmachen. Zum Hacken. Oder Schloss knacken. Dann müssen wir uns verstecken und dann werden wir dort hacken.
Und hier in den S-Kraken. So. Uiuiuiui. Logbuch des Captains, unabhängiger Frachter Getaway Sticks. Ich wollte mich ja auf der Groundbreaker zur Ruhe setzen. Noch ein letzter Job, sagte ich mir. Und mit Banditen hatte ich bisher noch nie Probleme. Hab ihnen gefunkt, was wir geladen haben, sie haben die Verbindung unterbrochen und dann weitergefeuert. Sie schießen, um zu verwunden, nur eine Frage der Zeit, bis sie den Vogel aus dem Himmel holen. Also setzte ich ihn behutsam ab und hoffe, dass wir eine Kapitulation aushandeln können. Selbst wenn mich das den Kopf kostet, kriegt immerhin die Mannschaft eine faire Chance. Aber ich habe das Gefühl, dass sie uns aufgelauert haben, als hätten sie genau gewusst, welche Route ich nehmen würde. Tolle Art, eine Karriere zu beenden. Tja. Tja, ja. Tolle Art, eine Karriere zu beenden. Da kannst du laut sein. Sublight schon wieder. Aber war jetzt dieser Frachter auch von Sublight? Eigentlich ja nicht, weil er hieß ja unabhängiger Frachter, ne? Aber warum liegen dann hier so viele Sublight-Leute rum? Die werden ja wohl nicht hergekommen sein und haben sich gedacht, naja gut, dann lass ich mich jetzt hier mal abknallen und leg mich mal hin. Ich meine, so doof ist auch Sublight nicht. Eigentlich. Und nach was genau suchst du da jetzt? Nach der Einsiedlerin für Max? Wäre es da nicht praktisch, ihn dabei zu haben? Nee, ich suche erstmal nicht nach der Einsiedlerin. Wir haben hier diese Quest gerade mit der, mit Captain Irian auf Scylla. Das ist ja keine Begleiterquest. Das wäre ja dann die hier. Nee, warte, die hier. Und das ist, glaube ich, auch sogar woanders auf der Karte. Ja, das ist nämlich ganz hier hinten. Und ich wollte jetzt erstmal gucken, wie gefällt mir denn Scylla? Ist das was Kleines? Ist das was Großes? Und wenn wir einmal auf der ganzen sind, dann wollte ich halt wenigstens das mit dieser Ärztin hier machen. Oder mit dem Arzt. Genau. Also keine Sorge. Wenn ich die Quest für Max machen würde, würde ich auch Max dabei haben. Ich wollte bloß mal die anderen mit dazu nehmen, falls die dann jetzt auf dem Weg einfach sagen so, hey, ach guck mal, yay, wir haben ja auch noch eine Begleiterquest für dich. Ich dachte, vielleicht triggert das eher, wenn ich die Leute dabei habe. Ich weiß es ja nicht, was das triggert. Bei Max und Parvati, da haben wir ja das so ziemlich gleich bekommen. Also diese Quests, aber bei denen hier, bei Ellie und Felix, auch irgendwie nicht. Kritische Lösung. Ich speichere mal kurz. Ich mag das, wenn das so zerfetzt. Bin ich ein schlechter Mensch? Ich habe nur auf dich gewartet. Multiple fractures, lacerations, and untreated burns detected.
signs indicative of sudden, violent crash landing. Yep, that's me. No big deal. Just shrugging off my injuries as I stroll away from another flaming impact crater. Also detecting constipation, hair loss, reduced fertility due to tight trousers. Recommend stimulant injection. Hair loss? You take that back. Ich habe auch Haarausfall entdeckt. Du solltest unbedingt Stimulanz einwerfen. Ja, gut. Tremendous work, friend. Here I was readying a daring maneuver and you've come and saved me the trouble. Ah, why does that sound familiar? It's Ellie. Excellent timing. Hello, Ellie. What a pleasure it is to see your sparkling beauty in this barren waste. It's Dr. Fenhill. Okay. Das ist ja ein schöner Zufall. I certainly know his ex-crew. Mostly from the operating table. I've probably seen more of them than he has. Oh. How cruel you are. I distinctly remember a special party at the Lost Hope Bar on Groundbreaker where we did not. Oh, fine. But we almost... Keep going, and you're gonna see how good this automech is at picking up teeth. Symptoms detected. Elevated heart rate. Dilated pupils. Increased sweat production. Subject appears to be terrified. I'm not terrified, you bucket of bolts. That's victory sweat. Ja, natürlich. Klar. Captain Irion, nehme ich an. The one and only. Wait, who's asking? Wanda didn't send you, did she? Doch. I swear, land on Groundbreaker even a moment tardy, and that busybody's already been up your ass an hour. You tell her these automechs are coming, and sending a hired stooge to rescue me from certain peril only furthers my delay. No offense. Schon okay. Ich lasse Wanda wissen, dass ihre Lieferung auf dem Weg ist. Du solltest mir danken, du hast Glück, dass du noch am Leben bist. Irgendeine Idee, hinter was diese Piraten her waren? Meds, I'm guessing. Pirates love bits. And unlabeled meds are worth a bundle. Mhm. Was musst du jetzt tun? Für welches Unternehmen arbeitest du jetzt? Für wen sind diese Medikamente? Supposed to be for the Groundbreaker, but getting shot tends to hinder one's delivery plans. Wieso braucht die Groundbreaker deine nachgemachten Medikamente? Und nachgemacht ist auch schön, ne? Hey, ja gut. Who are you calling bootleg? I'll have you know, these are 100% genuine stolen drugs. Okay. Na schön, wieso braucht die Groundbreaker deine gestohlenen Medikamente? Because the board, in all their herpetological wisdom, will only sell the meds at a huge markup. Groundbreaker knows better than to pay board prices. Not when they've got me running for them. More importantly, they can't afford to. Für welches Unternehmen arbeitest du jetzt? Not a damned one! I'm a free man. Oh. There isn't a corporate snake that can hold down the inimitable Captain Irion. Well, I've got some repairs to do. Thankfully, I'm as skilled a mechanic as I am a violence resolution expert. Then, to the Groundbreaker. Better late than ever, I say. Unless you're very late, then you might consider defaulting and skipping station. Those fees will bankrupt you. Captain Ratio Farm oder was? Der war gut. Captain Ratio Farm. Oh wei. Ah, doch, der war gut. Das ist ja so ein Schmierlappen, ey. Warte mal, können wir Ellie jetzt befragen?
So, we're just gonna march straight into Byzantium and acquire some rare chemicals right under the board's nose? No, I sure hope you negotiated for a raise with this Phineas guy. Hm. Was soll das heißen? Ever notice how this job gets bigger and more dangerous every time he calls in? He's asking a lot, Captain. Makes me wonder what your angle is. Phineas versucht, das Beste für die Kolonie zu tun und ich will ihm helfen. Keine Ahnung. Ich habe mich ihm nur für den Moment angeschlossen. Er bezahlt, das reicht mir. Phineas hat mich von der Hope gerettet. Das Mindeste, was ich tun kann, um ihm zu helfen, ist, das hier durchzuziehen. Ja. That's one way of looking at it. Another is that he pulled you out of hibernation without your say-so and got you to do his dirty work. Besides, none of this is your mess, so why go dirtying your hands with it? Wenn Halcyon untergeht, gehen wir alle unter. Ich tue, was ich kann, um es in Ordnung zu bringen, weil es das Richtige ist. So habe ich darüber noch nicht nachgedacht. Vielleicht hast du recht. Ich habe hier keine Verbindung, aber wenn ich meine Karten richtig ausspiele, gehe ich vielleicht als Sieger aus der Geschichte hervor. Ja. Hm. Guess I hadn't looked at it that way. Still, Phineas isn't your only option. The board's put a bounty on his head. And they've got more than enough bits to pay it. I've got no love for the corporations, but they know how to take care of their people. The ones at the top, anyway. Ja, das vielleicht, ja. Sie können uns genauso gut auch ein hohes Ziel setzen. Sie können uns genauso gut auch ein hohes Ziel setzen. Ich werde doch nicht so ein Konzernlakai. Der Vorstand ist korrupt. Everyone is. The board just pays the best. I know you want to save the day, but don't forget to look after yourself. No one else out here is going to. Wie hätte er denn in Kryostase deine Erlaubnis einholen können, ohne dich zu wecken? Ja, das frage ich mich eben auch. So, ey. Ich kenne ja kaum eine Person, die sagen würde, okay, wenn ich jetzt die Wahl hätte, nee, dann lass mich weiter bis in Unendlichkeit dort in Kryostase versauern und ich bin dann halt einfach weg vom Fenster. Oder, nee, gib mir noch eine Chance und hol mich da mal raus und ich übernehme ein paar Sachen für dich. Und vor allem, so oft wie wir ihn schon hätten, Entschuldigung, so oft wie wir ihn schon hätten irgendwie auflaufen lassen können, wir hätten ihn auch schon verpfeifen können. Wir hatten ja schon die Möglichkeit zu sagen, ja, ach übrigens, ich weiß, wofür Phineas ist. Also von daher, wenn wir das wirklich gewollt hätten und so, naja. Ach Ellie, ich wusste ja gar nicht, dass ich dir so wichtig bin. Hey, don't get any ideas. I'm just making sure you last long enough to pay me at the end of this. Anything else? Was hältst du von der Vereinbarung zwischen Zora und Sanja? Things on Monarch have really cooled off. I didn't think MSI and the Iconoclast would ever talk. Outside of shouting four-letter words, I mean. Das zeigt doch wieder einmal, dass es immer eine friedliche Option gibt. Sure. And fish sticks are really made from Saltuna. Look, I won't knock the work you did. I'm sure they'll have a good cry, look through old photographs, share a pint of premium double chocolate cacao gelato. But sooner or later, things will go back to the way they were. People don't change. Not really. Das war aber ein sehr konkretes Szenario. Mhm. Du musst nach dem Guten in den Menschen Ausschau halten. Klingt, als würdest du auf ihr Versagen setzen. In my experience, it spread real thin. Anyway, I'd hate to see you get broken up if this thing between them doesn't last. Hey, let's not make this out to be more than it is. Though, come to think of it, this whole episode reminds me of something I've been meaning to do. Mm-hmm. I haven't actually talked to my folks in a while. Shocking, right? Mm-hmm. Anyway, it's probably about time I paid them a visit. Given the dangerous life I lead, they've got to be worried sick. Lustig, hätte dich nicht für den Typ Menschen gehalten, der Kontakt hält. Ja, wirklich nicht. Ja, wo sind sie denn? Well, that's the thing.
See, I'm originally from Byzantium, born and raised. I know that probably comes as a big surprise. Na, sag mal, deine Überheblichkeit und Arroganz hat's schon ein bisschen verraten. But I worked so hard. I dropped the accent, picked up a swagger, developed a taste for Spacer's choice. Genau das ist das Problem. Du versuchst es ein wenig zu sehr. Huh. Well, I bet they won't know the difference. I bet they'll barely recognize me. Ich sehe keinen Grund, warum du sie nicht besuchen gehen können solltest. Boah, wenn es gerade passt. Ich bin stolz auf dich, Ellie. Natürlich solltest du dich mit deinen Eltern wieder vereinen. Ja. Oh, well, I was thinking you'd come too. Was? Wieso? Wieso würdest du wollen, dass ich deine Eltern kennenlerne? Because it would be fun. Das wird nicht seltsam werden, oder? Worum geht's hier ehrlich? It's, well, they know me as Marilyn the Surgeon. They don't know Ellie the Pirate Sawbones. But you, you're authentic rabble. True riffraff. When they see you, they'll get it. Du willst also deinen Eltern deine Proletenfreundin vorführen. Sehr erwachsen. Come on, I didn't leave home and become a pirate because I enjoy making responsible decisions. Ja, merkt man. Ja, dann, war das nicht seltsam? Of course not. I mean, not unless you want to bring a feral canid or a mantis on a leash. That'd make a real impression. Ja, wir könnten nochmal nach Monarch zurück, kein Problem. Great. And when we get there, draw out your rough edges a bit. If you've got an outfit you haven't washed in a while, maybe one with some blood stains, wear that one. Was? Oh, and help yourself to the good snacks and put your feet on the coffee table. Mother hates that. Man hat fast den Eindruck, dass du willst, dass ich mich von meiner schlechtesten Seite zeige. That's the idea. Anything else? Ja, was kannst du mir über Byzantium sagen? It's like one of those stuffy art gallery pieces. Looks okay from far off, but once you get close, you realize it's just some mismatched shit everyone's agreed to overpay for. Even the bribes are overpriced. Sie mag ihre Eltern nicht besonders, oder? Man könnte so ein ganz klitzekleines Gefühl dafür so entwickeln, ja. Ja. Aber diese Überheblichkeit und Arroganz hat sie halt immer noch drin, ne? Sie ist immer noch der Meinung, es ist sowieso alles scheiße, weil sie ist ja so aufgewachsen, dass alle Menschen scheiße sind und immer nur das Beste für sich wollen, weil sie ja immer nur mit diesen ganzen hochtrabenden Wichsern von Byzantium zu tun hatte und dann danach mit Piraten. Naja. Auch eine Übersicht. Gibt's was, was ich don't wissen trust sollte? Anyone, don't touch anything. And whatever you do, don't show your teeth when you smile. Wieso nicht? People are extremely competitive about cosmetic dentistry. It can get ugly. The real question is why didn't I leave sooner? There's all these invisible rules and everyone spends all their energy just trying not to break them. Das nennt man Gesellschaft. Call it what you want. It sucks. I was a top-tier surgeon, but I could hardly open a pack of gauze without 10 people signing off first. Also hattest du mit bürokratischen Hürden zu kämpfen, ne? Und? Das würde mich in den Wahnsinn treiben. Irgendetwas lässt mich denken, dass das für alle Beteiligten das Beste war. That's no way to live. People call Byzantium the jewel of Halcyon, but really, it's just paste. Everything's polished and bureaucracy. Take a close look and you'll see it's deader than anywhere else in the colony. Es gibt Dinge, die bekommst du nur sehr schlecht aus den Menschen raus, besonders wenn es um die Kindheit geht.
ja. Aber wenn sie doch so toll ist, dann müsste sie doch so viel Selbstreflexion haben, dass sie eben immer noch genau diese Person oder diese Charaktereigenschaften dieser Person von dort hat. Und sie ja extra genau deswegen gegangen ist, weil sie das so hasst. Aber warum hält sie dann für sich selber immer noch daran fest? Interesting like a colonoscopy. I trained as a surgeon. More my folks' idea than mine, but I made the best of it. Klingt so, als käme in dieser Geschichte noch ein dickes Ende. Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass dich irgendjemand herumkommandiert. Das kannst du dir sparen. Deine Eltern haben dich zu einem lukrativen Job gedrängt, in dem du Leuten helfen könntest. Ja, dickes Ende. Lots of them, unfortunately. I even sculpted a few. Turns out Byzantines are more concerned with having square shoulders and a good profile than, well, anything else. Gut. That's what I've been saying. Na dann, gehen wir mal. Okay, da haben wir jetzt ja schon eine Quest angenommen. Eine neue Begleiterquest. Naja, vielleicht hasst sie es genau deswegen. Aber wenn ich doch einen Charakterzug von mir selber hasse, tue ich dann nicht alles dafür, den abzulegen? Halt nur so eine ist halt nur so ein Gedanke, ne? Ich weiß natürlich, dass das nicht einfach ist, klar, aber ich habe manchmal das Gefühl, sie macht sich jetzt gerade sehr einfach irgendwie. Naja. Schauen wir mal, wie das noch wo das noch hinführt. Wie das noch endet. Ach, guck mal, hier haben wir wieder so eine kleine Troglo-Kolonie. Ja, die müssen wir dann auch gleich mal noch ein bisschen dezimieren, ne? Das machen wir gleich, aber erst in der nächsten Folge. Ich glaube, wir können Scylla hier relativ schnell einfach mal noch durchmachen. Dann schließen wir das einfach ab und dann ist gut. Dann machen wir einfach unsere anderen Aufgaben erstmal weiter. Ich glaube, das könnte ganz gut passen, weil, guck mal, wir sind jetzt schon hier gewesen. Wir waren jetzt hier hinten. Jetzt gehen wir einmal hier hin. Dann haben wir quasi schon 60% von dem ganzen Ding hier erkundet. Dann gehen wir noch hier hin. Dann ist es auch erledigt. Also. Ja. Blamiere dich vor meinen Eltern. Coole Quest. Mhm. Parvati ist auf dem Schiff. Was soll denn mit der passiert sein? Ich habe so viele Begleiter, ich muss mal ein paar andere mitnehmen. Vor allem, wenn die anderen jetzt gerade nicht irgendwie eine neue Quest haben oder so. Oder ich eh nichts mit denen machen kann. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir jetzt erstmal diese Folge. Danach kümmern wir uns um diese Droglos hier, gehen wir ein bisschen weiter. Und dann werden wir wahrscheinlich erstmal wieder einen Wicker holen müssen, damit wir da hinten, weil wir sehen es ja quasi da schon. Da ist die Einsiedlerin, die wir dann für den Wicker aufspüren müssen und mal sehen, was da dann alles passiert. Na, ich bin ja mal gespannt. Gut, bis dann, macht's gut. Cheerio, ciao.